Ja, und damit wieder einmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Secret of Mana, das PC-Remake. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben uns ja in der letzten Folge intensiv aufgelevelt, beziehungsweise unsere Zauber und Waffen. Ich kann euch das kurz nochmal zeigen. Wir haben jetzt bei der Koboldin, bei der guten, ach Gott, wie hieß sie, Popoi, fehlt uns jetzt nur noch der Speer. Den hat sie ja jetzt aktuell auch als Waffe ausgewählt. Alle anderen Waffen sind auf den jeweiligen Maximalstufen, auf den derzeitigen Maximalstufen. Die Zauber hat sie beide auf Stufe 2. Und ja, bei der guten Prim sieht es ähnlich aus. Beide Zauber auf Stufe 2. Die Waffen hat sie allerdings alle voll aufgelevelt, was bisher so möglich ist. Ja, und bei mir, beim Hauptcharakter, sind natürlich auch alle Waffen auf höchster Stufe, was halt aktuell so geht. Und ja, dann würde ich mal sagen, widmen wir uns jetzt dem Tempel hier unten unter Pandora. Da laufen ja die Leute wie seelenlose Zombies rum, denen wurde die Lebenskraft entzogen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und eine Bekannte von unserer guten Prim ist hier quasi im Tempel verschwunden. Also ich habe ja in der letzten Folge schon erwähnt, dass dieser... Also früher hieß der Tomatenmann, jetzt heißt er Dunkelpriester, sehr schwer zu treffen ist. Allerdings haben wir durch die Stufenaufstiege jetzt schon wahrscheinlich so eine Trefferchance oder Trefferquote, dass es leichter fällt, den auch mal zu erwischen. Bei den Schachfiguren hier verhält sich das ähnlich. Wenn die sich selbst gebufft haben, dann, das sieht man ja jetzt auch, dann sind die wirklich schwieriger zu treffen. Und die zaubern halt auch immer wieder Hast auf sich. Dadurch erhalten sie ja einen Ausweichbonus. In diesem Tempel hier kommt übrigens einer meiner Lieblingsbosse aus dem gesamten Spiel vor. Ich werde noch nichts verraten für diejenigen, die das Spiel noch nicht kennen sollten. Aber es lohnt sich auf jeden Fall für euch dran zu bleiben. Und ich wollte auch noch sagen, ich bin echt froh, dass ich mit dem Spiel angefangen habe. Das macht so Spaß. Ich habe das, wie gesagt, auf dem Super Nintendo damals schon so stundenlang gesuchtet, selbst nachdem ich es durchgespielt habe. Ich habe dann meinen Spielstand trotzdem immer noch weitergemacht, bin dann zu verschiedenen Kontinenten nochmal gereist und habe mich weiter gelevelt, einfach nur, weil mir das Spiel halt so gut gefallen hat. Ja, das ist hier... Also ich weiß, ich glaube, den werden wir hier nicht besiegt bekommen. Klar, ich könnte Zauber nehmen, aber ich will mir die Magiepunkte aufsparen für den Boss. Das werde ich definitiv brauchen. Es kann sogar sein, dass ich meine Walnuss... wie viel habe ich eigentlich? Da wollte ich ja mal schauen. 2. Okay, das reicht. Damit kriegen wir den Boss auf jeden Fall besiegt. So, jetzt aber hier mit Schwertaufladung Stufe 2. Hat das was gebracht? Nee. Ach komm, dann lassen wir den jetzt einfach mal links liegen. Das dauert zu lange. Wollen uns ja hier nicht eine halbe Stunde an einem Gegner aufhalten. Mann, der ist aber hier genauso. Also...
So, den werde ich jetzt hier auch wieder ignorieren. Das bringt nämlich nichts. Halt. Moment. Jetzt muss ich kurz überlegen. Okay. So. Oh. Aber nicht die feine Art hier. Ein kritischer Treffer und dann nur 5 Schaden. Ja, das ist ja... Das ist quasi nichts. Oh, da ist noch einer. So, schon wieder diese seltsamen Robenträger oder Kapuzenträger hier. Ja, die haben alle nichts zu sagen. Thanatos, I presume. Indeed. I've heard much about you. You have beaten Elena, which means you are no ordinary fools. Hand over Pamela and Dylak, and stop whatever you're doing to the people of the kingdom. Hmm, how amusing. You show some spirit, at least. I suppose this is the Pamela to whom you were referring. Unfortunately for you, I've already drained her energy. She's now my faithful servant. How could you? Sealed under this altar is the energy collected from the people. Resistance is a waste of time. Submit to the Empire now, or you too will face utter destruction. It's only a matter of time before all nations fall before the might of the fortress. Then there will be order. Without life force, no one has a chance against a might such as ours.
he was a difficult one to crack. I hear LNA had a hard time with him, too. Could this soldier be... Things are becoming more interesting. You three are entertaining in your own way. I believe I'll take your energy as well. Oh. Ja. Your life force will be collected in that room. Don't struggle. Und hier kommt jetzt einer meiner Lieblingsbosse. Das Ding hieß damals Fratzenwand. Und da kann die gute Popoi uns mit ihrem Erdrutschzauber, damals Schlammbombe genannt, wahre Wunder leisten. Ihr seht ja, das macht ordentlich Schaden, weil der darauf nämlich auch empfindlich reagiert. Oh. Ja, und das war's schon. Einen Bogenorb erhalten. I see. So this child is the new wielder of the Mana Sword. How quaint. A ragtag bunch of kids playing around like they're the heroes of legend. I'll withdraw for the time being. You may have your village, but I will take these two. Wait! No! Until we meet again. Ja. Oh, hello. Where are we? Is Pamela here? Where did I end up? What have I been doing all this time? Please, inform the castle of this phenomenon. My mind's still foggy. Oh, no! How long have I been here? I have laundry to do. Gemma! Apologies. I let my guard down. Thanatos is one of the Empire's best and most fearsome generals. I had no idea they'd send him. It's strange to see such underhanded tactics from the Empire. Why steal life energy from people? The Empire wants to break the seals and resurrect the Mana Fortress. They don't need Thanatos for that. All that is certain is that if Thanatos is here, his forces can't be far behind. This land is in danger. This bodes ill. In any case, you should return to Lucas. I'm off to the underground palace. Okay. Damit haben wir unser nächstes Reiseziel. Ich hoffe, dass der Rüstungsladen jetzt hier auf hat. Thank you very much. For the sake of the children, I hope it doesn't come to war. No matter what happens, I have to protect my family. Mama and Papa are back to normal! Ja, sehr schön. Freut mich, dass ich helfen konnte. Everyone's back to normal. Thank you, kind traveler.
Welcome. What'll it be? Ja, lass uns mal shoppen. Jetzt haben wir hier Cobra Armreif. Den können alle drei tragen. Kaufen wir natürlich dreimal. Ja, und das war's. Das andere brauchen wir nicht. Anything else? Come again. Dann rüsten wir das gleich mal aus. Und den Rest verkaufen wir wie gewohnt. Welcome. What'll it be? Anything else? Come again. So. Dann schauen wir mal nochmal. Leave me alone. I never like talking to people. Beim Schloss oben vorbei. Da können wir uns jetzt nämlich eine Belohnung abholen, weil wir das Königreich Pandora gerettet haben. Wir gehen auch einfach mal schnurstracks zum König durch. This is Pandora Castle. Ich glaube nicht, dass die jetzt hier. I haven't seen those people with the strange masks recently. I wonder what that business was all about. Naja, doch, the Empire attacked us once about. Das kennen wir schon. Die haben schon ein bisschen was anderes zu sagen. When's Dialet coming back? He promised. Did you know there's an enormous tree called a mana tree? That's what they tell me. Ja, davon habe ich auch schon gehört. Okay. Ihr Vater ist jetzt hier nicht mehr. Dann schaue ich schnell noch hier rein. Hier gibt es auch nichts weiter. It looks like Gemma was correct when he said you young people were going to save our country. Covered. He's no longer languishing in depression. In fact, he cannot seem to sit still. Thank you. When your journey is over, please come back. You are welcome here in Pandora. Ach, jetzt auf einmal. You did it. Hope has returned to my kingdom. What Gemma said about you and the Mana Sword was true after all. As the legends foretold, we will bestow our treasure back to its rightful owner. Go down those stairs to retrieve it. We've guarded these for centuries for you, wielder of the Mana Sword. Take them with you and save the world. Okay. 6 Schatztruhen. 50 Goldmünzen. Ein Schwertorb erhalten. 50 Goldmünzen. Ein Lanzenorb erhalten. Ja, immerhin. Da haben wir dann wieder reichlich Waffen zum Aufleveln, wenn wir die Orbs beim Schmied verarbeitet haben. So, dann auf zum Wassertempel.
Aha! So. Bevor wir da allerdings hingehen, würde ich auch gerne nochmal übernachten. Auch wenn das hier sehr teuer war. Welcome to Neko's. Do you need anything? Oh, you're interested. 30 GP. A good night's sleep would be perfect. Und wir kriegen eine neue Zwischensequenz. Oh, Dialog. Dialog this, Dialog that. What's this Dialog like anyway? You wanna know? Where do I even begin? Great. Now she'll never stop. Huh? So, about Dialog. He's the coolest soldier in the ranks. And I don't just mean that he's good looking, though that's true. He always asks how I'm doing. One time I tripped over a branch and he helped carry me home. I still remember that sweet tone he used when he asked if I was okay. He's so kind. Oh, but he's also very serious about his work. He'll help anyone in need. When we took a stroll outside of town to pick some wildflowers, he knew the name of every single one. He even knew what each blossom meant in the language of flowers. Crazy, right? He's... Dialog tutors me sometimes, and he's always attentive, so I don't get bored by the subject matter. You should hear what his troops think of him. He never talks down to them like the other captains. Dialog listens to his men and tries to help when they have problems or concerns. He's the perfect captain of the guard. After I saw how responsible he was, I fell for him instantly. I asked him if he was tired from having to work so hard. And do you know what he said? He said, "I'm happy as long as I can make everyone else happy." Can you believe it? I thought my heart was going to leap out of my chest. I knew Dialog was the only one for me. And then there was this time that... Oh, man. I don't think I've ever seen this side of you. Uh-oh, our little sprite's fallen asleep. Ugh, sounds like a good idea. Hey, I'm not finished. Ja, natürlich wollen wir speichern. Wir nehmen dazu wieder den anderen Spielstand. Für alle Fälle. Ausgerüstet sind wir jetzt aktuell recht gut. Haben jedenfalls nur das Beste gekauft. Das können sie uns ja auch aktuell auch leisten. So, dann weiter zum Wassertempel. Oha. This crime doesn't seem like the Empire's usual trickery. How strange. Someone must have snuck in and stolen the seed while Undine's barrier was weakened. You must not let that seed fall into the wrong hands. Get it back as soon as you can. Wait, I see it. The seed is in the depths of Gaia's navel. Okay, dann wird das jetzt unser nächstes Reiseziel. Ja, okay, ich habe gedacht, sie hat noch was anderes zu sagen. Gut. Dann auf nach Gaias Nabel.
Da könnte ich theoretisch die Abkürzung durch den Wald hier nehmen. Dass ich bloß einmal schnell die Lederpeitsche ausrüsten. So. Wir treffen uns mittlerweile auch so gut wie gar nicht mehr. Damit hat Popoy auch ihren Speer auf die höchste Stufe. Sind aber auch kleine nervige Viecher hier, also Wahnsinn. Ja, wir haben es in einem Stück daraus geschafft. So, und dann nehmen wir auch gleich mal die Abkürzung direkt zum Schmied. Dann können wir auch gleich die Chance nutzen und die Waffen wieder auf die aktuelle Stufe schmieden lassen. I've been waiting. Which weapon is ready for reforging? Ja. So, die Wächterklinge. Okay, damit haben wir jetzt alle einmal verstärkt. Oh, das Schwert sieht ja jetzt mal richtig genial aus. Dann würde ich nochmal übernachten und dann schauen wir uns die Problematik hier mal an. One night is 15 GP. Ja, und eine weitere Zwischensequenz.
Viel Spaß. I wonder if Pamela and Dylock are all right. Worried? Yes, but I have to do my best. I just keep telling myself that. They'll be okay. Thanks. Just be patient and you'll see. Your hard work won't be in vain. Listen up. Success is a mental thing. You gotta visualize it going well or you're never gonna get anywhere. Besides, we're gonna help you along the way. When we can, at least. Thank you so much. Well, what kind of boss doesn't look out for their underlings? Leave it to me. I never agreed to be your underling. But thanks for the thought. Tomorrow's another day. Let's get some rest. So, und selbstverständlich speichern wir auch gleich wieder. There you are. The seed thieves are below. They're after the mana seed in the underground palace. I'll handle the palace. I need you to see the things below. Keep your guard up. You don't know what enemies lie in wait for you down there. Well, I'll be. How'd a hole this big get here? Okay. Dann mal rein in die gute Stube. Sieht nach einem alten, rostigen Kahn aus. Oh, hier haben wir eine Truhe. Ein Peitschenorb erhalten. Ach so, ja, genau. Wir haben ja jetzt die Waffen. So, dann schauen wir mal. Sie hat den Speer. Sie nimmt die Lanze als nächstes. So. Grin. Du nimmst die Lederpeitsche. Und ich kann das Schwert behalten. Das muss ich auf Stufe 3 bringen. So, dann mal los. Aha! The water seed! How'd you get in here? You realize we ain't letting you leave now that you found our secret hideout, right? You brats have come to the right place. The Scorpion Army is gonna rule the world. That's us. Ah, yeah. Shut your pie hole. It was us who took your precious water seed. Now, thanks to its awesome power, we've completed our super deluxe robot. We call it Kilroy the Indomitable. Ah, yeah. Take him out. Kilroy, activate. On it, boss. Das klingt nicht sehr, sehr gut. Send them to their graves. Oh, what's wrong? Boss, there's an energy overload. It's out of control. What? That can't be. Just take the seed out and use auxiliary power. Okay. Auch hier erweist sich Popoys Erdrutschzauber als äußerst hilfreich. Oh.
Na gut. Na toll. Ich bin ein Mogri. Und das war's. Ein Lanzenorb. Sehr schön. You won't get away with this. Let's bring this back to the Water Palace. Thank goodness you're safe. Even the little one's gotten a bit bigger. You make a dwarf proud. Gemma? He rushed off with the Pandoran soldiers. They mentioned something about the Empire. So, und ich hatte ja erwähnt in einem der Anfangsfolgen, als ich das Wundertau eingesammelt habe, dass es eine Stelle im Spiel gibt, wo man dann quasi ohne dieses Wundertau nicht mehr weiterkommt. Man hat die Möglichkeit, hier nochmal runterzugehen. Und wir können jetzt gerne nochmal schauen. Ich glaube, hier war jetzt auch nichts weiter. Ich gucke mich trotzdem nochmal kurz um. Nicht, dass wir hier nochmal irgendwie eine Truhe übersehen, die vielleicht aufgetaucht ist. Hier bei dieser Tür, da habe ich mich damals auf dem Super Nintendo immer gefragt, ob die irgendwie aufgeht, ob da noch irgendwas hinter ist, aber ja. Gut, nachdem wir uns jetzt hier einmal umgeschaut haben und vergewissert haben, dass hier nichts mehr ist, gehen wir hier zurück. So, und man kann dieses Schiff jetzt hier nicht mehr verlassen. Ohne dieses Wundertau. Wenn man das an dieser Stelle nicht hat, dann ist man wirklich aufgeschmissen. Ja, also ich wüsste nicht, wie man da sonst rauskommen soll. Dann gehen wir nochmal zum Schmied, verbessern die eine Waffe mit dem Orb, den wir gerade erhalten haben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, war das Peitsche war das nicht. Which weapon is ready for reforging? Der Speer. Genau. Und, oh, die Lederpeitsche, stimmt, die haben wir ja in der Kiste gefunden, richtig. So, der Rest ist alles okay. Dann übernachten wir nochmal. One night is 15. Und wir schauen uns eine weitere Zwischensequenz an. What guy? That guy! You know, the one with the hair and the armor. Oh, you mean Gemma? Yeah, that one! So about Gemma? You could tell they meant Gemma from that? Is he really as strong as he looks? What? 'Cause I mean, how strong can he be if he needed to be saved? Come on, no one's perfect. All I'm saying is that he sure gives a lot of orders. What's he up to anyway? He's busy with stuff. Lots of stuff. It's just stuff we don't need to know about. You sure he's not just giving us tasks and then going off to take a nap? No way! He wouldn't do that. I think. Stop teasing our brave hero. You know he can't take a joke. Besides, Gemma is a very brave knight. You sure? I can't quite put my finger on it. He saved my life, so at the very least, I know he's a strong warrior. Look what you've done. Now he's getting suspicious. So, schnell gespeichert und dann würde ich sagen, bringen wir den Wassersamen mal wieder zu seinem Platz zurück.
Ah, die neuen Waffen, die sehen schon cool aus. Muss man ehrlich verstehen. Okay, die beiden sind wohl wieder irgendwo hängen geblieben. So, und wir nehmen jetzt einfach mal die Abkürzung über das Reisebüro hier. Welcome, welcome. It's 50 GP per trip. What'll it be? Zum Wassertempel, bitte. Water Palace, huh? Well, what are you waiting for? Oha, was ist denn hier los? Ach, ja, das kann übrigens auch durchaus mal vorkommen, dass die Waffen bestimmte Nebeneffekte haben, wie jetzt hier zum Beispiel die, das müsste die Ballonlanze sein, zumindest hieß die im Originalen so. Das? Warum treffen wir denn diesen Fisch nicht? Oh. Also die setzen uns ja hier ganz schön zu. Da werde ich mich von der guten Prim mal einmal heilen lassen. Schande. Oh-oh. Sage Luca! Get out of here! No! Well, well, who have we here? I'm Geshtar of the Vandal Empire. Hand over that seed if you want Luca to survive this encounter. Don't do it! Just run! Ja, wir wollen ja nicht, dass ihr was geschieht. Andererseits. Nee, wir händigen den. Nee, wir laufen weg. Foolish boy! I can't move! So glad to see the seed still safe and sound in this location. Now I'll just break that pesky seal. Stop! There, so glad we had this chat. Take care of my pets as a reward for making it this far. Don't forget to feed him. Ein weiterer Boss. Und auch hier können wir den Erdrutsch nehmen. Der sollte hier sehr effektiv sein.
Ein Kopf ist schon mal weg. Jo, wieder einen Boss besiegt. Und schon wieder einen neuen Waffenorb. Rejoice, men! The Imperial forces have drawn back! We managed to defeat their monsters in Pandora, too. One of them dropped this. You should take it. The Empire is advancing. We're running out of time. You need to restore the sword now. I'll return to my home country and do what I can to stop the Empire. If they manage to rebuild the fortress, the Mana Sword is the world's last hope. Talk to the Canon Travel Man in Potos. He'll be able to send you to the Upper Land. Now use the sword to restore the Seed Seal. Okay. The Empire's on the move. You must bring the Mana Sword back to its full power and protect the seeds. Go to the highest peak of the lofty mountains and find Sage Jock. He will teach you the true courage of a hero. You must visit all 8 of the world's palaces and synchronize your sword with the Mana Seeds. It will be a long and difficult journey, but you must persevere for the sake of the world. I have business with Sage Luca, so go ahead without me. I'll heal you. Would you like to save the game? Yeah. I believe you can become a true hero. You must never lose hope. So. Ja, dann würde ich sagen, beende ich die Folge an dieser Stelle. Und bevor wir dann ins Hochland aufbrechen, haben wir ja noch den Untergrundtempel in Gaias Nabel zu machen. Das ist jetzt hier komischerweise so ein bisschen untergegangen. Aber den werden wir dann in der nächsten Folge angehen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und begleitet mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Wir sehen uns. Ciao.